Na, was haben wir hier? Jetzt da hinten überhaupt noch weiter? Kennst du das Gefühl, wenn du irgendwas vergessen hast Ja, oder aber ich so? glaube, von da kamen wir. Guck mal, Hände. Ja. Das grenzt schon an ein bisschen. Gut, Ach dass es so, hier ich keine kann Polizei einfach gibt. so. Ja, du kannst einfach so. Gut. Cool. Wie die da einen Schluck auf hat, ne? So, Spieldaten werden gespeichert. Das ist doch schon mal schön. Sind Schnecken. Okay, wir sammeln Zähne. Sehr praktisch. Hier gibt es keine Goldstücke oder sowas, sondern wir sammeln Zähne. Kann man da drüber springen? Nein. Gut. Auch nicht mit deiner Flower Power. Flower Power, ding, 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 ding. Ey, Flower Power, okay. Ich glaube, Leute in den 80ern würden sich echt über das Spiel freuen. Yep. Für die wäre das echt normal. Ja. Okay. Ja. Was jetzt? Ja, keine Ahnung. Jetzt kannst du Zähne sammeln. Juhu! Ich fahre, ich fliege, Um ich Gold sammeln. gleite. Ich gleite. Ich glaube, in dem, als ich mir vorher mal die Bedienungsanleitung durchgelesen habe, bevor ich das, als ich das gekauft habe. Ah, das kann man auch holen. Da gab es auch noch irgendwas von Waffen. Vielleicht kann man mit Zähnen Waffen kaufen. Jungs, Ja, mit der da Nummer sind wohl 1. ein paar aufgeklatscht. Ja, die hatten da wohl keine Flower Power. Naja, die konnten nicht so schweben wie wir. Juhu! Ist das Blut? Ja, das ist Blut. Boah. Ja, jetzt wissen wir auch, woher da kommt. Tut mir leid. Einmal Fenster zumachen, wenn so langsam wird. Jo. Die Vorpal-Klinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Jetzt gehen wir zum Metzger. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Also übrigens, das Spiel ist ab 16, also wir werden mal garantiert kämpfen. Vorpal-Klinge fügt dem einzelnen Nahkampf schnell den Schaden zu. Super zu wissen. So. Okay. Erstmal alles sammeln. Haben wir gerade ernsthaft Rosenleben bekommen? Wie geil. Oh mein Gott. Ja, wir haben Rosenleben bekommen. Das wär mir gar nicht aufgefallen. Das wäre mir wahrscheinlich erst so im dritten oder vierten Part aufgefallen. Was haben wir denn hier? Ah. Ach! Ja, Das sie gibt es weint doch Blut. in irgendeiner Kirche, gibt es doch so eine Maria, die, wenn die Sonne drauf scheint oder irgendwas, so Fliehen Blut oder weint. kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Okay. Ja, wahrscheinlich werde ich wegen meinen nicht vorhandenen Skills überhaupt nicht kämpfen, sondern die ganze Zeit fliehen. Du Ach. hast mich auch noch nie in Shootern gesehen. Ach, zur Not spiele ich einfach mal. Gut. Ich glaube, da kommt schon unser erster Kampf. Schleichender Verfall. Wir kämpfen. Was? Nein. Oh, ich würde sagen, Seine als Ruhe. erstes müssen wir ausmachen und die Physics ausstellen. Die habe ich eindeutig zu hoch eingestellt. Tut mir leid, aber ich kann es nicht machen. Wie geil.
Denn ich merke, dass ich gerade überhaupt nichts habe. Ja, was mache ich jetzt? Ich kann gar nichts machen. Super. Boah. Ja, denn ich habe gerade nur 13 Frames. Hässlich, eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Okay. Also wir müssen eindeutig... Ich muss nochmal zurück. Ah, okay, die Spielstangen. Okay, dann bis gleich. Dann stelle ich nochmal kurz die Physik um. Jo. Und da sind wir wieder. Mal gucken, wie es jetzt ausgeht. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, bei den Kämpfen, okay. Also, schleichender Verfall, das sieht etwas so aus wie, Schleichender Durchfall. Schleichender Durchfall. Ja, schleichender Durchfall, gut. Wir nennen die Sachen jetzt schleichender... Eine Brille. Eine Brille. Ich dachte erstmal, das wäre ein Gesicht. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Okay, scheinbar ist es irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall schon jede Menge Zähne. Vielleicht kommt ja, wenn die Spieler so bescheuert sind, wenn die Charakter so komisch sind, dann kommt bestimmt irgendwann in diesem Spiel die Zahnfee drinne vor und da können wir dann unsere Zähne eintauschen. Ich wette das mit dir. Ich wette, es gibt irgendwo Zahnfeen, wo du dann deine Zähne eintauschen kannst. Ja, könnte echt sein. Ja, okay. Oh, wieder was Neues gelernt hier. Was wir schon konnten. Ja, vor allem steht da Leertaste und hier steht A, ne? Hopp und hopp. Ich würde mal sagen, wir lösen es wieder in Blumen auf. Nein, ich möchte nicht. Ist mal Schmetterlinge, ja? Ach ja, Mann. Schmetterlinge, Blumen, alles dasselbe. Hallo? Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir wollen einfach Schweben mal... Schweben kann im Sprung mehrfach einge... Warte. Hä? Springen kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. Okay. Okay. RB? Wo ist RB? Boah. Geil! Sogar Schmetterlinge produzieren. Das ist mal geil. Juhu, juhu, juhu. Das erinnert mich an den Famous Second Son. Da kannst du dich auch... Das sieht genauso aus, nur mit der Rauchfähigkeit. Ich würde sagen, wir müssen da rüber, ne? Jo. Aber erstmal... Da oben ist noch was. Ja, genau, da oben ist noch was. Oh, was? Juhu! Okay. Das ist wirklich geil. Wir haben noch volles... Wenn die einfach das Messer nimmt, wie dir dann einfach diese Klinge da, dieser Windzug oder was auch immer das sein soll, wenn du läufst. Ja, das ist schon geil. Sieht aus wie in so einem Anime. Also das, ich finde, das sieht aus wie bei Battlefield, wenn du Jet fliegst. Ja, ja. Ja, ich ziehe mein Messer auf. Ja, natürlich Zähne sammeln, ne? Denn Zähne sind wichtig für die Zahnfee. Kommt da unten was? Bestimmt. Okay, vielleicht auch nicht. Aber da sind noch Zähne. Ja, natürlich. Wir haben hier so einen Wald, ne, mit schleichendem Verfall und so weiter. Und was steht hier? Ja, stimmt, schleichender Durchfall. Du bist es, Alice. Tritt näher. Das sieht so aus. Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quälgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht.
Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. So, wir nehmen erstmal die Pfeffermühle. Okay. Und ich würde sagen, dann hören wir auf für heute. Das war's als erstes. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Willst du noch was sagen? Ja. Geh von dem Mikro weg, ne? Das knistert dann die ganze Zeit. Okay, gut dran. Haut rein. Tschüss.